wir fahren jetzt einen Radlader kaufen. Wir brauchen einen Radlader. Nix, da machst du noch gar nichts. Die Frage ist jetzt, kannst du uns zu- oder abraten? Wollen wir mal an den Haufen fahren und gucken, ob die Räder alle drehen? Das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass das so ist, aber es ist einfach so. Ist halt alte Technik. Ne? Gut. Du alt, nix, da machst du noch gar nichts. Da machst du noch gar nichts. Du musst die Bremse treten und die Handbremse lösen. Drücken. Lange drücken. Mein Gott, ey. Wer kauft sich so ein Auto, ey? Erstmal erklären, wie man Auto fährt. So ein Auto hier. Und das ist normal, ey. Das sind die jungen, erfolgreichen Start-ups. Die müssen alles können und sich den Rest selber beibringen. Wir fahren jetzt einen Radlader kaufen. Wir brauchen einen Radlader für unsere Baustelle. Ohne geht das nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal. Das ist jetzt der dritte Anlauf. Wir haben schon zweimal zwei verschiedene Radlader auf dem Hof gehabt, aber die waren beide scheiße. Die haben wir wieder zurückgegeben. Die gingen nicht. Also, aber der war schön günstig. Der war schön günstig, ja. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir müssen ein bisschen mehr investieren. Das geht nicht anders. Und gucken uns jetzt einen an. Was ist das für ein Zeppelin Z802? Das ist Zettelmeier ZL802 müsste das sein. Mhm. Ja. Also ist ein spitzenmäßiges Produkt, das uns viele Jahre enorme Freude bereiten wird. Hoffentlich nicht. Hoffentlich brauchen wir nicht so lange. Also wir wollen nächstes Jahr, 2023, im Juni fertig sein mit der Baustelle. Ich fahre jetzt hier 50, ja? Hier ist 50. Tachchen! Moin! Ich heiße Marco. Du heißt Tino. Hallo. Moin! Moin! Max! Da ist er. Okay. Du, warum hast du dir den gekauft, um hier zu bauen? Ja, ich nutze ihn für den Hof, ein bisschen für die Kühe zum Füttern, aber ich habe einen großen Teleskoplader. Mhm. Und ihr braucht ihn für euer Bauprojekt, was endlich losgeht. Richtig, genau. Wir bauen da jetzt und dafür brauchen wir eine adäquate Maschine halt, ne? Ja, der hat auch schon ein bisschen Stunden auf jeden Fall, ne? Ja, irgendwie 6 oder 7. Ansonsten hat er einen kompletten Ölwechsel gekriegt. Alles an Öle ist neu. Mhm. Also auch Hydrauliköl? Auch Hydrauliköl, ja. Mhm. Filter sind normalerweise auch eigentlich alle neu. Neu? Ja, denke ich. Jedenfalls Dieselfilter, ja gut. Ne? Ja, und der Ölfilter, der sieht genauso aus. Also ist auf jeden Fall nicht kürzlich gewechselt. Nee, aber auf jeden Fall hat er Ölwechsel gekriegt. Der Druck kommt aus mir an. Aber wenn er einen Ölwechsel geht, dann ohne den Filter zu wechseln, dann ist das ganz schlecht. Wenn das jetzt irgendwie... Genau, aber dir ist jetzt nichts bekannt an dem Ding, wo du sagst, da läuft irgendwas nicht. Eigentlich geht alles. Bis auf jetzt nagel mich nicht auf eine Blühbirne fest, die nicht funktioniert. Ja. Naja, okay. Mhm. Die Frage ist jetzt, kannst du uns zu- oder abraten? Immer zuraten. Warum? Weil ich das Gerät kenne. Woher? Woher kennst du das Gerät? Ich kenne den Vorbesitzer. Aha. Vor... Tino? Ja, ich kann es nicht mehr genau sagen. So, und ich kenne die Maschinen. Ja. Ich kenne diese Maschinen. Aha. Und ist halt ein Zettel. Heißt das, wenn wir sozusagen dieses Gerät jetzt kaufen, okay? Ja. Und dann stellen wir fest, wir benutzen das ein halbes Jahr, weil der muss schon ein bisschen arbeiten bei uns. Wir haben eine große Baustelle. Ja, richtig. Und jetzt stellen wir fest, es tun sich Probleme auf. Ungeahnte. Okay? Ja. Wärst du dann ein Ansprechpartner für uns? Warum nicht? Natürlich. Okay, dann kannst du uns mit so Sachen, ich sag's dir so wie es ist, mit so Sachen verdiene ich mein Geld und das seit 20 Jahren. Ja. Also, man darf sich nicht immer durch so ein Äußeres darf man sich nicht immer leiten lassen. Ja. Diese Geräte, gut, das ist ja die nur. Die Erfahrung auch nicht, haben wir auch gemacht. Richtig, es ist ja auch nicht hier 2 Jahre alt und. Ja. Das ist nachher natürlich, das ist der erste Eindruck, ist natürlich nicht immer der beste bei Gebrauchtgeräten. Das ist einfach so. Mhm. Man muss die anderen Sachen sehen. Ja. Der Radlader ist eigentlich für seine Größe übermotorisiert. Aha. Und wird dann auch, wenn der in so einem Einsatz ist, wo er vorher war, nie an seine Grenzen kommen. Wollen wir mal an den Haufen fahren und gucken, ob die Räder alle drehen? Kannst du machen.
Das machen wir einmal. Ja, das ist der wichtigste Test im Grunde genommen für uns. So, mach mal. Er muss Bums haben, weil wir haben schon drei Versuche. Ja, das ist jetzt der dritte Versuch. Ja, gut, du musst hier nicht mit Halbtote anfangen. Der ist zwar nicht der schönste hier, aber der ist nicht halbtot, so wie das andere, was du da hattest. Okay. Das ist natürlich scheiße hier, dass das alles so rausläuft hier, ne? Also Thomas, für mich schwingt jetzt gerade im Subtext so ein bisschen mit, du bist nicht so begeistert. Es ist Arbeit, glaube ich. Es ist noch ein bisschen Arbeit. Es ist nicht hier, wir reden hier nicht über tote Sachen, aber es ist noch Arbeit dran, gar keine Frage. Das ist nicht so, du setzt dich rauf und fährst damit los. Also das nicht. Also in dem Zustand kann ich sie nicht kaufen, das verstehst du, Tino? Das verstehe ich, ja. Okay. Ja, da gibt es auch gar keine Diskussion. Okay. Also das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass das so ist, aber es ist einfach so. Ist halt alte Technik. Ne? Gut, wenn das Ding nicht genutzt wird, das muss doch nicht mal gleich undicht gewesen sein mit den Schallschläuchen da. Wenn die nur nicht so liegen, wie sie gelegen, oder da hat einer dran rumgefrickelt, das ist auch so alles mit, diese T-Stücken, die hier drin sind, sind auch alles Plastik-T-Stücken hier. Diese Stücken, wo die drei immer zusammengesteckt sind, das sind so eine Plastikformstücken. Wenn du die auseinander hast, dann denkst du, das ist die Luftleitung von deinem Aquarium zu Hause. Wirklich, so eine kleinen Plastikdinger sind das. Verstehe. Also das ist auch ein bisschen, das hat Deutz auch ein bisschen lapidar gebaut, muss ich sagen. Okay. Aber das Grundgerät als solches ist eigentlich... Also wir verbleiben so. Ich habe nach wie vor Kaufinteresse an der Maschine. Aber sie muss in den Zustand gebracht werden, den Thomas eben gerade beschrieben hat. Okay? Ja. Und dann treffen wir uns hier alle wieder. Also der Preis bleibt so, wie er ist. Mit den Sachen, die noch, also Service, Ölwechsel, Filterwechsel, Abdichtung von dem Ventildeckel, die Schläuche wechseln, Förderbeginn einstellen und dann so würden wir ihn mitnehmen dann. Ja. Passt dir das? Ja, passt. Passt. Gut. Schickimicki. Schickimicki. Und du bist dir immer noch sicher, dass du von deinen drei Rüttelplatten uns nicht eine verkaufen willst? Ich leihe euch gerne welche aus. Nachbarschaftshilfe. Okay, bin ich immer. Ne? Okay. Tino, ich danke dir vielmals. Alles klar. Danke, Thomas, dass du da warst. Dann reiten wir wieder von dann. Ja. Das hilft ja nicht. Was machen wir jetzt die Woche? Mieten wir die Woche ein oder was? Wir haben uns die Maschine angeguckt. Wie Thomas schon sagt, grundlegend ist das in Ordnung und wir haben jetzt mit ihm ausgemacht, dass er noch so ein paar Wartungs- und Instandsetzungssachen durchführt. Es ist gut, dass er hier war, er ist Experte für diese Maschinen, genau, und mit ihm zusammen werden wir das da irgendwie geregelt kriegen, glaube ich, hoffe ich, doch, das wird gut mit ihm.